Ja, willkommen zum nächsten Part. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Okay. Nein, doch. Nein, doch. Versuch's nochmal. Okay, warte. Bitte sehr. Schon wieder die zwei. Wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das E. Nein, okay, das ist das bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch einmal. Was müssen wir denn... Du. Gut. Was ist denn? Was ist denn? Nein, das Hört ist es nicht. Ihr bitte wisst sehr. Nicht, was ihr tut. Na also. Nein. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann... Bringt er einen hin, wo man hin muss. Was? Wie bitte? Was willst du? Keule? Möchtest Was? Du etwas anderes hören, Bruder? Ja, einen Walzer ihr? Vielleicht? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Krass. Wenigstens ist das Piano noch da. Der verpeilte Blick. Was? Na gut, wir machen Piano. Wir machen Piano, ist auch gut. Ja, sorry, Bruce, dass ich jetzt ruhig war am Anfang, aber wir kommen zum nächsten Part, Part 15. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Süd. Einladend aus. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Die Augen zu und spring! Du schaffst es! Komm jetzt! Du schaffst das! Spring schon! Es geht nicht! Ich schaff das nicht! Tut mir leid! Ich liebe dich, aber ich kann's nicht! Tut mir leid! Sie müssen ihre Haare zurücklassen, sonst können wir keine mehr aufnehmen! Heftig. Heftig, 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 heftig. Alle sind am Fliehen, ey. Also, dass ich das alles so ein bisschen verstehe. Erst war ja Comstock der Böse. So. Jetzt haben wir das ja halbwegs geändert. Jetzt haben wir ja die andere Fraktion da zur Macht verholfen. Jetzt sind die aber nicht wirklich besser. Jetzt sind wir aber, die sind aber nicht wirklich besser als alles andere. Und das ist scheiße. Also, wir haben nicht wirklich geholfen. Im weitesten Sinne. Hier, gut aufheben. Danke, Miss... Elisabeth. Sehr nett, sehr Aufmerksamkeit von dir, ja. Ah, meine Versprecher. Schadensboost, Präzisionsboost, so Raketenwerfer irgendwie so gibt's gar nicht mehr so. Oder habe ich das irgendwie verringert die Nachricht des Schießeisens? Mhm. Das ist auch wieder irgendwas anderes, oder? Panzerfaust. Ja, guck mal, da haben wir doch schon ordentlich gebürstet. Was hast du da, Geldsack, hä? Nehmt alle! Zeig dich! Den da, los! In Ordnung! Geht hier schon gut los! Hammer, was hier abgeht! Na dann? Bitte sehr! Hammer! Stimmt, ich hab ja was. Nichts gefunden! Schon dabei! Was hier abgeht! Munition! Hier! Hammer! Suche Deckung! Mehr hab ich nicht! Alter! Jetzt aber so langsam hier richtig pervers los.
Der da. In Ordnung. Bedarf? Ey, geh doch mal drauf. Das gibt's doch nicht. Was hätten wir aus? Mein Leben. Den da. Aber klar. Los, mach. Hier. Hammerhart, hammerhart, was hier abgeht. Heftig, heftig, heftig. Ich habe nur noch 3 Schuss insgesamt. Booker, das war großartig. Großartig? Ich weiß ja nicht, was sie für Vorstellung hat, aber ich fand das jetzt gerade nicht so vor cool. So, Elizabeth? Ich probier's mal. Leute, 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 Leute. Ich muss auf die Uhr gucken wieder. Ein bisschen. Was ist das mit diesem Song, okay, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... Tamagotchi. Freund. Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitte. Merci. Hammer, was hier abgeht schon wieder. Ja. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Nee, deswegen sage ich ja, wir haben da nicht wirklich... Blut ist mal in Wallung. Wir haben nicht wirklich was Gutes getan, irgendwie. Nicht gefühlt, noch nicht mal ansatzweise. Das hier klebt an unseren Händen. Ja, ein bisschen. Ich bräuchte hier Hilfe. Okay. Aber bevor wir da natürlich lang gehen, gucken wir uns hier nochmal drüben an. Geschafft. Die Frage ist... Ah, das ist sogar der richtige Weg. Frachthaken. Der hat einen Grund, warum er da ist. Öffne ihn. Aber klar. Schrotflinte hätten wir hier noch. Und Anziehsachen. Neue Hose. Geisterposse. Beim Töten mit einer Cremefahne besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe eines Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Naja. Ich bin da so. Was war denn das? Nichts Besonderes? Alles klar. Ja, weil ich bin mir momentan echt ziemlich unsicher, was wir überhaupt an Ausrüstungsgegenstände so nehmen sollen. Ne? Weiß nicht. Ich bin da sehr unentschlossen. Haha, noch mehr Gesundheit. Machen wir mal ein bisschen Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, gut. Und weiter geht's. In dieser kranken, kaputten Welt, in der irgendwie nichts zu funktionieren scheint. Ah, naja, dafür sind wir ja da. Wir versuchen das ja alles zu regeln. Also dafür halten die aber verdammt viel aus, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen zu viel meines Geschmacks. Für meinen Geschmack. Und solange... Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Ah!
Hammer! Ja, lad ruhig nach, lass dir Zeit. Bitte sehr! Danke, danke sehr! Sorry, mehr habe ich nicht. Mich lässt keiner ausbluten. So weit kommt's ja noch. Aber unser Leben ist im Eimer. Das steht fest. Low Picks noch mitgenommen. Ja. Ja, Leute. Meine Güte. So, Elizabeth. Das kriege ich hin. Na, ich will's doch hoffen. Was, wo waren Salze? Fertig. Scharfschützengewehr. Leute, habt ihr auch das gleiche Gefühl wie ich? Ich habe ja so ein ganz mieses Gefühl. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance. Quantenpartikel. Die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Ja, genau. Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Schöner Spruch, gut geantwortet. Wo er recht hat, hat er verdammt nochmal recht, Elisabeth. Und du siehst absolut geil aus mit deinen kurzen Haaren. Muss man ja einfach mal sagen, Leute, oder? Komm, Comstock House ist erfahren. Ja. Und das werden wir jetzt auch mal gleich begutachten, wenn wir nicht schon wieder was aufs Fressbrett kriegen. Aber es wäre ja nichts Neues in dem Spiel. Das Rost des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Die dachten, sie bleiben für immer. Alter, die halten aber auch aus. Hier, das wird helfen. Danke. Wir brauchen eine Waffe, die mehr Pumps hat. Hoffen wir doch, dass es die Waffe ist. Oh, Herren- und Frauentoiletten. Dürfen wir nicht rein? Hallo? Falls irgendwer meine Stimme hört... Lust, ein Schloss aufzuknacken? Schlimme Zeiten. Und ich könnte eure Hilfe brauchen. Erledigt. Ich hoffe. Ihr könnt unsere Hilfe gebrauchen, wenn ihr so. Und jetzt wieder. Brauchen wir Geld? Oh, Schockmittel! Du erschreckst mich damit! Brauchst du Geld? Ins Gesicht werfen und so ein Kram, wisst ihr? Das. Was haben wir denn hier? Feuerhagel. Nee, dann lieber ein Raketenwerfer. Halt mehr von. Gefühlt mehr von. Und wo müssen wir denn lang? Nein, nicht Hauptmenü. Ich würde sagen. Es gibt keine drinnen. Aha, so eine Waffe ist das also. Hat auch nicht Bums hinterm Arsch, würde ich ja meinen. Meine Fresse. Ja, wisst ihr was? Wir graden einfach jetzt mal schön ab. Schadensboost zum Beispiel können wir mal machen. Ja, eigentlich können wir von allem mal ein bisschen upgraden. Denn ich habe so das Gefühl, dass wir echt verdammt schlechte Karten momentan haben. Schnelles Nachladen. Nochmal schnelleres Nachladen. Das ist aber für die Pistole gerade, kann es sein? Revolverschaden. Weniger Rückstoß. Das ist schon wieder alles Sniper-Scheiße. Sniper ist nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Schadensboost Nummer 2. Schadenboost nochmal. Ich glaube, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich hab alles ausgegeben. Wie schlecht! Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer?
So, wir haben wieder verdammt viel eingesammelt, aber ich glaube... ja. Bros, wisst ihr was? Wir machen hier einen Cut. Das war jetzt Part 15 war das jetzt. Genau, Part 15. Und wir werden uns im Part 16 auf jeden Fall hier weiter bewegen in dem Haus von Comstock. Und vielleicht werden wir ihn ja dann auch mal endlich richtig ordentlich in die Fresse hauen, damit wir dann endlich mal hier ein bisschen geregelt kriegen auf in dieser Welt vor allem. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es immer. Wie schon gesagt, Kommentare und Daumen hoch oder Daumen runter. Immer wieder gern gesehen. Aber wenn Daumen runter, wie schon gesagt, Kommentare, ne? Ich muss wissen, was euch nicht gefällt. Wäre ganz cool. Also Bros, haut ein Grinsen mit dem Grinsen und seid wieder beim nächsten Part einfach mal dabei. Bis dahin.